Wir finden immer wieder sehr merkwürdige Dinge aus unserer Vergangenheit. Dinge aus der Vergangenheit sollten eigentlich dort bleiben. Nun, nicht immer. Einige seltsame Dinge von früher sind in der Gegenwart aufgetaucht. Im heutigen Video stellen wir 10 der merkwürdigsten vor. Von einer Stadt voller Toter bis hin zu den mechanischen Überresten eines verheerenden Krieges. Amazing! Woohoo! Stadt der Toten. Auf der ganzen Welt gibt es verlassene Gebäude und in vielen von ihnen soll es spuken. Keines ist jedoch mit diesem Bauwerk vergleichbar. Etwas außerhalb des russischen Dorfes Dargavs liegt eine mittelalterliche Nekropole, die treffend als Stadt der Toten bezeichnet wird. Diese verwaiste 16 Kilometer lange Strecke beherbergt die Überreste von mehr als 10.000 Menschen, von denen viele mit ihren Kleidern und Habseligkeiten dort liegen. Dieser Ort ist heilig. Die Einheimischen glauben, dass jeder, der diese Begräbnisstätte betritt, nie wieder gehen wird. Der Ursprung ist unbekannt, aber Historiker glauben, dass sie im 18. Jahrhundert gebaut wurde, als eine Epidemie über die Region hinwegfegte. Die herrschenden Clans bauten sie als Quarantänestation für Kranke, die dort bleiben sollten, bis es ihnen besser ging. Leider erholten sich viele nie wieder. Rubjak-Knude-Leuchtturm. Alles am nächsten Bauwerk schreit danach, falsch zu sein. Er steht fast 61 Meter über dem Meeresspiegel, dennoch ist er von Wüste umgeben und der Boden scheint zusammenzubrechen. Der Leuchtturm Rubjak-Knude wurde 1899 gebaut, um den Schiffen an der Nordsee zu dienen, aber Winde haben die Küstenlinie so stark erodiert, dass er jetzt gefährlich nahe am Wasser steht. Als der Leuchtturm gebaut wurde, war er von anderen Gebäuden umgeben, sie sind jedoch alle zerstört worden. Die Wissenschaftler erwarten, dass auch er bald umkippt und ins Meer stürzt. Sie hatten zunächst versucht, den Sand durch die Bepflanzung mit Gras und Laub aufzuhalten, aber als das nicht funktionierte, stellten sie ihn auf Schienen und entfernten ihn vom Meer. Die Büste von Ferdinand Marcos. Nun folgt ein verlassener Kopf. Keine Sorge, es ist nicht so verrückt, wie es klingt. Ich spreche von der Büste von Ferdinand Marcos, dem ehemaligen philippinischen Diktator. Dieses 30 Meter hohe Denkmal wurde errichtet, als er in den 1980er Jahren seine Autorität festigen wollte. Es sollte das Herzstück eines 300 Hektar großen Parks werden, zu dem auch ein Golfplatz, ein Sportclub, ein Kongresszentrum und ein Hotel gehören sollten. Aufgrund mehrerer Kontroversen wurde es jedoch erst nach dem Sturz im Jahr 1986 fertiggestellt. Seitdem ist das Monument häufig Ziel von Vandalismus geworden. Das große Loch in der Mitte entstand 2002, als jemand beschloss, das Gerücht zu bestätigen, dass der damalige Machthaber seine Beute in dem Kopf versteckt hatte. Niemand weiß, ob der Täter etwas gefunden hat, aber er wurde nie gefasst. Unterwasser-Aquarium Silver Cay. In der Stadt Nassau auf der Insel New Providence, Bahamas, gab es ein gruseliges, verlassenes Aquarium, das einst ein belebtes Touristenziel war. Es wurde 1987 eröffnet und war einer der größten Parks. Es war ein Museum und ein Unterwasser-Observatorium. Es gab Schnorchelpfade und die Besucher konnten Haie, Schildkröten und Stachelrochen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Doch wie die meisten Dinge währte der Spaß leider nicht ewig. Als Hurricane Floyd 1999 wütete, beschädigte er ihn so stark, dass er geschlossen werden musste und nie wieder öffnete. Das Raketensilo aus dem Kalten Krieg in Wisconsin. In den Wäldern des mittleren Westens von Wisconsin gibt es ein seltsames Bauwerk. Eine der 8 über Milwaukee verteilten Verteidigungsanlagen, die Nike-Raketenkontrollanlage, war einer der wichtigsten Orte während des Kalten Krieges. Sie war mit Abschussrampen, Bodenradargeräten und allem ausgestattet, was die Regierung zum Schutz im Fall eines groß angelegten russischen Bombardements für notwendig hielt. Über 20 Jahre, von 1950 bis 1970, diente sie als erste Verteidigungslinie gegen einen Atomangriff. Sie wurde jedoch nie benutzt und 1972 war klar, dass sie dies auch nie tun würde, sodass sie stillgelegt wurde. Danach wurde das Gelände an die Stadt übergeben und der Großteil der Ausrüstung nach draußen verlegt.
Die Strukturen wie Bunker, Turnhalle und der Radarturm selbst liegen jedoch bis heute verlassen da. Linwood Hall. Dieses Herrenhaus in Pennsylvania gilt als eines der prunkvollsten des goldenen Zeitalters und ist der Inbegriff von Klasse. Es strahlt Eleganz aus und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man es mit dem Weißen Haus verwechseln. Leider ist Linwood Hall schon seit Jahren verlassen. Es befindet sich in einem absolut baufälligen Zustand und niemand scheint daran interessiert zu sein, etwas zu unternehmen. Da hilft es auch nicht, dass es 1897 von dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagnaten Peter Errol Brown Widener erbaut wurde, der auch einer der Investoren hinter dem Schiffsunglück der Titanic war. Widener war einer der reichsten Amerikaner und diese extravagante Villa wurde gebaut, um seinen Reichtum zu feiern. Doch kurz nach seinem Tod wurde sie verkauft, verfiel und erreichte nie wieder ihren Status. Unterwasserstadt. Ein verlassenes Herrenhaus ist schon skurril, aber was passiert, wenn nach 30 Jahren ein ganzes spanisches Dorf auftaucht? Lange glaubten alle, Acevedo sei verloren. Im Jahre 1992 evakuierte die Regierung mehrere Familien, um Platz für einen Stausee zu schaffen. Viele sahen zu, wie das Nass das verschluckte, was einmal ihr Zuhause war. Die nächsten 3 Jahrzehnte sollten die Gebäude versunken sein. Doch im Jahr 2021 sank der Wasserspiegel und gab die Ruinen frei. Interessanterweise sah das Dorf nicht so aus, als wäre ein Tornado hindurchgefegt, sondern unterschied sich auch nicht allzu sehr von dem, was es einmal war. Eine Handvoll Häuser stand noch da, die Autos waren geparkt und die privaten Besitztümer lagen noch immer auf den Rasenflächen. Sogar Flaschen standen noch aufrecht in den Regalen und aus dem Dorfbrunnen sprudelte Wasser. Kernkraftwerk Satsop. Das Satsop-Kernkraftwerk in Elmer, Washington, war in den 1970er Jahren eines der ehrgeizigsten Projekte der USA. Doch wie viele andere hatte auch dieses Probleme. Zum einen soll das öffentliche Stromversorgungssystem Anleihen im Wert von über 2 Milliarden Dollar nicht bezahlt haben. Mehrere andere Kontroversen plagten das Projekt, bis es schließlich 1982 eingestellt wurde. Die riesigen Kühltürme und die halbfertigen Kuppeln der Reaktorsicherheitsbehälter wurden aufgegeben und sind bis heute unverändert geblieben. Das Kraftwerk wurde im Jahr 2013 in ein Industriezentrum umgewandelt. Während die Strukturen immer noch verlassen sind und genauso düster aussehen wie in den 1980er Jahren, erstrahlt die Anlage selbst nun in neuem Glanz. Hotel des Untergangs. Das Ryugyong Hotel, auch bekannt als Nordkoreas Gasthaus des Untergangs, ist bei weitem eines der seltsamsten verlassenen Gebäude der Welt. Es handelt sich um einen massiven Superwolkenkratzer, der über 300 Meter hoch ist und angeblich über 3000 Zimmer beherbergt. Es sollte 5 Drehrestaurants mit einem unglaublichen Panoramablick haben. Aber dieses Gebäude hat sein Potenzial nie ausgeschöpft. Tatsächlich wurde es nie eröffnet. Die Bauarbeiten begannen 1987 und 1992 hatte es seine maximale Höhe erreicht. Doch gerade als es so aussah, als würde es Gestalt annehmen, ging es nicht mehr weiter. Seitdem wird gelegentlich dran gewerkelt, aber es ist klar, dass es niemals fertiggestellt wird. Mechanische Überreste. Wenn man über dieses Gebiet fliegt, könnte man meinen, man sei gerade über den Himmel auf Erden gestolpert. Die pazifischen Inseln sind atemberaubend. Doch inmitten des blauen Meeres und der grünen Vegetation liegt ein dunkler metallischer Schandfleck. Dieses Gebiet war der Schauplatz des japanisch-amerikanischen Krieges, der über 2 Millionen Tote und eine Menge verheerender Verwüstungen forderte. Seitdem haben die Vereinigten Staaten und Japan ihre Beziehungen wiederhergestellt und viele der Opfer haben die Schrecken hinter sich gelassen. Nicht aber diejenigen auf den Pazifikinseln. Sie müssen die dunkle Geschichte seit 80 Jahren täglich erleben. Auch wenn die Alliierten nach der Schlacht abzogen, haben sie ihre Maschinen nie mitgenommen. Überall, von den Salomonen bis zu den Karolinen, findet man Wracks von Schiffen, Flugzeugen und schwerer Artillerie. Diese sind eine Delle in einem ansonsten wunderschönen Paradies.
Glaubst du, dass die Bewohner jemals eine Verwendung finden werden? Oder sind sie dazu verdammt, ihre dunkle Geschichte zu wiederholen? Teil uns deine Meinung im Kommentarbereich mit.